So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und dies ist ein Video aus einer neuen alten Reihe. Die Reihe ist neu als oder fast neu als YouTube-Reihe, ist aber alt als Posting-Reihe in meinem Blog, nämlich 5 kostenlose Feedbacks zum Xing-Profil. Und da haben sich ein paar Leute bei mir gemeldet, die eins wollten. Und es ist ein bisschen peinlich, aber diese Reihe lag ziemlich lange brach. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, ich hatte dann zwischendurch ein paar Leute, die sich da gemeldet hatten, gefragt, ob sie das Feedback immer noch wollen. Und ich wollte die Reihe restarten. Und ein paar haben dann gesagt, ja, ich will weiterhin. Und die habe ich jetzt einfach nicht nochmal gefragt, um nicht nochmal gebremst zu sein. Und ich habe mir gleich das erste Profil, was hier dran ist, mal geschnappt. Und das ist das Profil von Frank Wittmeier hier, das ihr hier seht. Aus diesem zu diesem Profil das eine oder andere zu sagen. Das erste, das Foto. Da habe ich so einen kleinen Pet-Peeve, wie man sagt, etwas, worauf ich eigentlich immer achte, nämlich sind die Leute gut erkennbar, ist das eine, ist es ein professionelles Foto, ist das andere. Lachen die Leute, ist das dritte, sieht man das Lachen im Zweifelsfall auch noch im kleinen Bild und in welche Richtung wenden sich die Leute. Hier sieht man, der Frank Wittmeier, der lacht hier sehr schön und offen, wobei die Augen arg klein gezwinkert sind. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, wie man oben sieht, ist er nicht mein Kontakt. Ist schwer zu sagen, aber normalerweise, wenn man lacht, also könnt ihr mal so grinsen und so weiter. Klar, die Augen zieht's ein bisschen flacher, aber normalerweise werden sie vielleicht ein bisschen mehr geöffnet. Ich weiß nicht, ob das Lachen so ein bisschen eingefroren ist, ist schwer zu sagen, könnte okay sein. Beim Kontrast ist das Problem, ihr seht es beim kleinen Bild oben, dass man das Lachen im kleinen Bild nicht mehr sieht, ist ein bisschen schade. Also gerade bei Networking-Portfolio-Bildern sollte man eigentlich eher immer lächeln. Was der Frank Wittmeier gut macht, ist sozusagen hier seine Byline, also Frank Wittmeier Consulting und Coaching. Damit ist es dann eigentlich noch nicht erklärt. Das könnte man vielleicht noch in Klammern ergänzen, um eine genauere Beschreibung. Aber er macht es insofern richtig, als er das, was im Profil als Position steht, ausformuliert mit Führungsexperte und Organisationsarchitekt. Ich vermute also eben solche Dinge in Richtung, dass er eben Führungspersonen coacht und Organisationsentwicklung und sowas coacht oder macht und berät. Also insofern ist aus diesem Teil des Profils, und ich nenne diesen oberen Teil hier immer das 5-Sekunden-Profil, also das ist das, was man innerhalb von 5 Sekunden sieht, da muss eigentlich das Wesentliche transportiert sein und das ist hier durchaus gegeben. Positiv auch 100% Aktivität, also das heißt, der Frank Wittmeier ist ganz fleißig auf Xing, das ist schon mal gut zu sehen. Und jetzt kommt der erste Kritikpunkt, also das Foto ist, wie gesagt, generell okay. Aber er hat hier als in seinem Profilzitat hat er ein Event vom 26. Januar drin. Für jemand, der 100% bei Aktivität bei Xing hat und wahrscheinlich häufiger auch mal auf seinem eigenen Profil aufschlägt, vielleicht hätte er sich da noch was Aktuelleres überlegen können. Ich hatte jetzt hier anderswo hingeklickt, aber sein Profil, wenn man auf das Profil kommt, startet eben hier mit den Profildetails. Da sieht man bei Biete, dass er das nicht ganz so umgesetzt hat, wie Xing sich das eigentlich wünscht. Xing wünscht sich an dieser Stelle individuelle Stichworte und nicht lange Sätze. Die langen Sätze, die kann man viel, viel besser auf dem Portfolio unterbringen. Portfolio hat der Frank Wittmeier durchaus hier angelegt, aber eben hier an der Stelle möglichst Einzel-Keywords. Und da gibt es übrigens ein super neues Tool hier im Bereich, also für die, die Premium sind, gibt es hier ein sehr schönes Tool, was einem hilft, die Biete
Einträge zu verbessern, das heißt hier Auffindbarkeit erhöhen. Das haben eventuell noch nicht ganz alle User, aber ich glaube, die meisten User sollten das haben und benutzt das ruhig mal, das ist ganz wunderbar. Hier kriegt man nämlich eine Statistik, wie die Keywords aus dem Biete-Portfolio, also aus der Biete-Rubrik, wie häufig die jeweils gesucht werden. Wenn ich natürlich solche langen Begriffe dort einpflege, wie das hier der Fall ist, dann werde ich da fast immer eine Null kriegen sozusagen, weil das jemand schreibt, viel emotionale und soziale Kompetenz genau in der Formulierung ist eher unwahrscheinlich. Grundsätzlich ist es vollkommen egal, ob hier ein einzelner Begriff steht oder lange Begriffe für die Suche. Also die Suche, wenn jetzt einer soziale Kompetenz angibt, wird er dieses Profil dennoch finden. Aber ich kriege kein statistisches Feedback und alle automatischen Matching-Optionen sind nicht aktiv. Also Xing benutzt Suche und Biete, um mir Jobs vorzuschlagen, um mir Kontakte vorzuschlagen, um mir Events vorzuschlagen. Und das torpediere ich natürlich, wenn ich hier so lange Begriffe hinschreibe. Biete ist so, Suche ist im Prinzip auch okay, wobei man sollte unter Suche nicht das schreiben, was man bietet. Ja, also er sagt hier, ich suche Projekte zu folgenden Themen und dann schreibt er unter Suche die Sachen, die er bietet. Also Kurzform, ein Anwalt sagt, ich biete Rechtsberatung und schreibt unter Suche, ich suche Leute, die Rechtsberatung suchen. Kommt ein zweiter Anwalt und sagt, ich suche mal Leute, die Rechtsberatung suchen und findet lauter Anwälte. Das heißt, wenn ich unter Suche das schreibe, was ich biete, dann macht das keinen Sinn. Und eigentlich unter Suche zu schreiben, dass man Aufträge und Projekte sucht, naja, ja. Dann Berufserfahrung, da sieht man, da hat der Frank Wittmann jede Menge. Und was ich empfehlen würde, ist, wenn ich ältere abgeschlossene Positionen habe, die aber über längere Zeit gedauert haben, wie hier diese beiden nahezu jeweils 10 Jahre dauernden, dann würde ich hier die Monate entfernen, dann würden nämlich diese beiden Blobs auf das Minimum zusammenschmorgeln und es würde dann plötzlich der Blob hier mit den 5 und der mit den 6 Jahren würde dann deutlich größer dargestellt, dann wirkt es nicht so, das ist halt schade, wenn man was 5 oder 5,5 Jahre gemacht hat oder 6 Jahre oder 4 Jahre gemacht hat und es wird nur so klein dargestellt. Also da kann man sozusagen ein bisschen das Gewicht setzen, dass man eben ältere Dinge weniger gewichtet, indem man einfach die Jahreszahlen zwar stehen lässt, aber die Monate entfernt und dann schmurgeln die sozusagen zusammen und Stationen, die nicht so lange besetzt worden sind aus der Gegenwart, die werden dann sozusagen größer dargestellt. Das wäre hier mein Tipp. Sprachen ist ausgefüllt, das ist schon mal gut. Jede Menge Qualifikationen und Auszeichnungen liegen auch vor. Das ist auch schön, wenn man sich hier diese Arbeit macht. Er ist auch in vielen Organisationen aktiv und hat das auch entsprechend eingepflegt. Das ist alles eine gute Idee. Er hat hier sogar den einen oder anderen sogar 8 Referenzen bekommen. Leider sind die Referenzen momentan nicht mehr aktiv. Und vorher habe ich mir halt überlegt, ja, als hier eben dieses Biete so voll war, dachte ich, Mensch, hat der Mann das Portfolio nicht angelegt? Und dann habe ich mal geschaut und in der Tat hat er das Portfolio angelegt mit sehr, sehr viel Fließtext. Super ist hier, dass hier die Kontaktdaten angegeben sind, dass auch hier die Bilder entsprechende Texte haben. Also das ist alles verhältnismäßig hilfreich. Ich würde allerdings statt Fließtext lieber einen Mix aus Fließtext und sogenannten Scannable Text machen, also das heißt Aufzählungen mischen mit Fließtext. Das Impressum hat er hier auch nochmal angepflegt, das Impressum sollte aber auch hier angelegt sein, ist auch angelegt, ist also alles super gelöst. Also wie gesagt, insgesamt ein prima Profil von einem aktiven Xing-User, das an der einen oder anderen schmalen Stelle sozusagen noch Verbesserungspotenzial hat. Ach ja, vorher beim Foto bin ich irgendwie abgebrochen. Hier, der Frank Wittmeier, der wendet sich hier von uns aus gesehen nach links, also aus dem Bild raus.
Da er grundsätzlich ein symmetrisches Gesicht und eine symmetrische Frisur hat, würde ich ihm den Tipp geben, wenn er nur dieses Foto hat, das einfach mal zu spiegeln. Dann würde er nämlich eher in unsere Richtung gucken und das wirkt dann eher auf uns zugehend und weniger abweisend. Und sehr wahrscheinlich klingt dann auch, oder nicht klingt, sondern wirkt dann auch das Lächeln deutlich positiver. So, das soweit. Wer auch Feedback zu seinem Xing-Profil haben will, ich habe jetzt also wirklich vor, das jetzt wieder ein bisschen häufiger zu machen, zusammen mit den Feedbacks zu den Blogs. Das soll auch noch etwas häufiger passieren. Wer also so ein kostenloses Feedback haben möchte, unter der Bedingung eben, dass ich es publiziere und auch kein Blatt vor den Mund nehme, der kann einfach auf meinen Blog gehen, nämlich ogok.de und nach 5 Feedbacks zum Xing-Profil suchen und da ist dann das entsprechende Posting mit dem entsprechenden Formular auch verlinkt. Wenn es Fragen gibt zu meinen Feedbacks, bitte gerne entweder in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder unter dem Blog. Ich freue mich, wenn ihr weitererzählt, was ihr hier gesehen habt, wenn ihr das Video liked und oder shared. Sharen ist noch viel toller als liken. Und damit ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich hier 5 Feedbacks gegeben habe, trage ich jetzt hier zum Profil ein und entsprechend speichere ich das ab. Dann weiß ich, dass dieser User von mir jetzt schon mal Feedbacks gekriegt hat. Wenn ich nächstes Mal das Profil angucke, kann ich sozusagen mit dem Video vergleichen, was sich denn verbessert hat. Gut, bis dann. Tschüss.